ich bin's der Mario. Ja, und ich bin's der Stefan. Ja, und gemeinsam sind wir die Schwabenchecker. Genau. Heute für euch ein Audi TTRS. Der Herr der Ringe. Genau. 2,5 Liter, 400 PS. Den checken wir heute für euch. Genau. Ich würde sagen, checken wir los. Wie immer. Los geht's. Bis gleich. Ciao. Ciao. Ja, kommen wir schön zur Rücksitzbank, ich nenne es eher mal vergrößerter Kofferraum. Also hier dürfen Kinder bis zu 1,40 Meter oder Personen bis zu 1,40 Meter sitzen. Ach, bevor ich es vergesse, ihr könnt das natürlich alles wieder in 360 Grad anschauen. Ja? Was ich gut finde, wir haben hier Isofix. Danke Stefan, ja, Isofix, wirklich sehr einfach gelöst, ohne irgendwas kaputt zu machen oder zu verkratzen, einfach hier das Plastik wegmachen. Also super leicht zugänglich. Einhaken, also wirklich toll gemacht. Von hier hinten, ja, sonst nicht viel zu sagen, wirklich viel Platz habe ich nicht. Auf Dauer wäre das nichts. Also 1,40. Jetzt würde ich sagen, gehen wir schnell ab nach vorne. Bis gleich. Ach halt, eins vergessen. Easy Entry Sitze gibt es nicht, die fahren nicht nach vorne. Das heißt, wir müssen so raus. Jetzt gehen wir vor. Ja, komm, kommen wir zum Armaturenbrett. Stefan, komm schon rein zum Lenkrad. Wenn ich hier auf Start drücke, dann geht das Fahrzeug an. Dann läuft einmal mit diesem kompletten LCD-Display der Zeiger rum für die Drehzahl und der wird dann auch nachher farblich grün, orange, rot abgestimmt, wenn wir in den Begrenzer fahren. Ja, das Lenkrad ist aus dem R8, das ist Serie mit diesen zwei Satelliten, Start und Stopp. Hier Drive Select, da kann man dann wie gesagt die Fahrmodien verstellen und wie gesagt, wir haben hier View, wir können hier das Navi einstellen, wir haben hier laut, leise, wir haben hier die Sprachfunktion, Telefon, Speed Limiter haben wir hier, Tempomat. Höhe und in Tiefe verstellbar, alles Serie. 7G S-Tronic nennt sich bei Audi, das ist Serie, das gibt's auch, es gibt auch nur das, es gibt nichts anderes, nicht so wie beim alten, wo man die Wahlmöglichkeit hatte. Wir haben hier Carbon-Applikation, das ist wirklich Carbon drin, das kostet zwar richtig Geld, sieht aber bombastisch aus, ansonsten wäre hier Alu-Dekor drin. Ja? Hier können wir noch Navi etc. einstellen, wir haben eine elektrische Bremse. Ja. Kommen wir zur Klimaautomatik, die ist Serie. Und zwar ist es alles hier über diesen Rädchen verstellbar. Das finde ich wirklich, wirklich toll gelöst. Sieht optisch sehr gut aus und funktioniert auch sehr gut. Ja, kommen wir kurz zum Handschuhfach. Nicht wirklich groß, das Nötigste passt rein. Aber wir können den Airbag ausschalten, wenn wieder ein Kind auf dem Beifahrersitz sitzt. Und halt die ganzen SD-Karten können wir ja noch einschieben. CD-Schacht haben wir hier noch. Ja, und es ist abschließbar und es ist auch beleuchtet. Integralsitze sind Serie. Mit diesem Leder, das kostet wieder extra. Ansonsten haben wir diese Leder-Alcantara-Kombination. Ja. Die Sitze sind ansonsten manuell, in dem Fall hier sind sie elektrisch. Das kostet auch wieder extra. Ja, wir haben noch Regensensor etc. Das ist auch Serie. Sitzheizung ist Serie. Die ist auch hier versteckt. Da habe ich erstmal lange suchen müssen, wo die überhaupt ist. Aber finde ich auch gut gelöst. Außenspiegel sind elektrisch einstellbar und beheizbar. Das ist auch Serie. Und ansonsten einklappbar kostet er extra. Hier haben wir wieder ein bisschen Carbon und Alcantara und Leder. Also ist wirklich von der Haptik wirklich toll gemacht. Ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir ab vor zum Achscheck, zum Frontcheck, zum Motorcheck. Bis gleich. Liebe Freunde, jetzt fahre ich Mario, den TTRS der neuen, zum Starten. Bremse auf dem Fuß, Startknopf genial gemacht. Ah, schon cool, der Startknopf genau am Lenkrad. Ja, also schon toll gemacht. Dann gehen wir natürlich auf D und manuelle Schalten. Ja, und dann würde ich sagen, aha, los geht's. Checken wir los, ne? Checken wir los. Also. Spannend. Fünf Töpfe, los geht's. Ja, genau. Hat ja auch DSG. Ja. Also DSG. Gibt's nur so. Gibt's nur als DSG. Boah, oh. Das ist schon geil, oder? Ja. Ey. So ein Klang kann halt nur ein Fünfzylinder oh. haben. Echt toll. Oh. Echt toll. Beim DSG, dieses Rausfurzen beim Schalten. Ja. Das macht er richtig gut. Liegt gut auf der Straße, jetzt ist natürlich ein bisschen blöd, weil wir Winterreifen drauf haben. Ja, muss man halt einen Kompromiss machen und mit Kopf fahren. Ja. Dann musst du mehr was vom Allrad bringen. Oh ja, also können wir froh sein. Sitze sind gut, absolut bequem, sind Integralsitze, weil Kopfstütze integriert. Ja. Ne? Ja, dann haben wir in unseren Satelliten hier die verschiedenen Farbmodi nochmal einstellen können. Also das Lenkrad mit Alcantara aus dem R8, das gleiche Lenkrad. Liegt toll in der Hand, abgekantet. Ja. Ja, es kommt schon ein bisschen so Rennsportflair auf mit dem Lenkrad. Also der pfeift schon vorne, ne? Also. 0 auf 100, wie viele Sekunden? 3,7. 3,7, 0 auf 100. Der zeigt mir dann auch Leistung an, Drehmoment.
Boost hat er noch, hat sie schon gut gemacht. Was ich auch ein nettes Detail finde, die Sitzheizung, bei dir sieht man es vielleicht besser. Ja, links, rechts, außen. Ja, in diesen Lüftungsdüsen drin, ist gut gemacht. Ja, war was anderes. Ja, absolut, also wirklich toll. Sonst ergonomisch sitzt sie wirklich sehr gut. Ja, das hier wird es halt ein bisschen enger damit, aber es hat auch nicht, wirklich nicht großes Auto. Gell? Wir haben Schaltpad, ist gut. Ja. Ja, also macht er gut. Schön mit Zwischengas. Ja, also. Ist geil. Super. Also, es knackt nichts, er liegt gut. Die Stahlbremse reicht aus. Also, ich brauche keine Keramikverbundbremsscheibe. Ja, scheint immer die Frage, was man haben will. Ja. Also, wenn der Denk für den Normalverbraucher reicht, Stahl völlig aus. Absolut. Also, wenn man nicht gerade auf Rennstrecke will. Ja. Also, ich könnte einen Ticken einen stärkeren Punkt haben. Bremspunkt. Okay. Man muss schon in den Tücken reintreffen, dass die Leistung kommt. Das macht auch gut. Ja, wenn wir es noch gleich sehen. Jetzt bremse ich mal runter. Also, boah, ja. Das macht er wunderbar. Am Ticken mehr einen Punkt. Okay. Ohne Worte, der Sound ist mir klasse, oder? Also dieser 5-Zylinder, das klingt richtig gut. Dann noch Klappe offen. Ja, Start-Stopp haben wir aus. Gibt's auch. Serie. Die Sitzheizung ist ja auch Serie. Haben wir alle schon im Innencheck schon erwähnt. Ja, und man kann auch leise fahren, wenn man die Klappe zumacht. Ja. Auspuff. Wendekreis 10,9 Meter. Sieht man einmal frei rum. Okay. Ja. Das Ding ist Carbon, sieht auch gut aus. Das ist extra. Sensationell. Und er liegt auch richtig gut. Klar, mit dem Winterreifen merkt man es natürlich, dass er ein bisschen einen leichten Schwimmer hat. Das macht er mit dem Sommerreifen viel, viel besser. Aus dem Kurve raus. Das Allrad. Ja. Scheiß toll, durch das Allrad. Kann man schön rausbeschleunigen. Ja. Das Lenkrad ist in der Höhe und in der Tiefe verstellbar. Aus Serie. Ja. Das ist auch gut gemacht hier. Ja. Das würde ich mal sagen, ist dafür mal eine Steffer-Einstellung. Wechseln wir mal, oder? Wechseln wir mal. Bin mal gespannt. Ich freue mich. Ich will aber nicht mehr raus. Nein. Jetzt komme ich. Bin schon. Das ist falsch. Nix. Also, bis gleich. Bis gleich. Ciao. Ciao. So, Schwabenchecker Stefan, darf jetzt den Audi TT RS fahren. Ja, sind wir mal gespannt. Ich will jetzt doch im Komfortmodus. Ja, die Klappe ist zu. Der Sound. Ja, schön leise, angenehm. Ja. Ja, also geht auch. Jetzt gehen wir mal auf diesen Drive Select Dynamic-Modus. Ah, zack, und gleich schon mal ein kleines Stück Lauf. Man hört das gleich. Und jetzt kannst du noch. Und jetzt, und jetzt drückst du noch. Zack, Fahrstufe einlegen. Aha, Drehzahl geht gleich ein bisschen hoch. Ja. Und los geht's. Und Klappe aus Uferlage aufmachen. Jawohl. Knittklappen. Sport aus Uferlage. Ah, ich habe das tolle Lenkrad. Lenkrad ist auch. Man merkt schon, dass es vom R8 ist, also sehr sportlich ausklingt. Eine schöne Schaltpelz, ja, die ich ja so liebe. Eine zweiflutige Auspuffanlage, ne? Ja, kennen wir schon. Und los geht's. Er geht schon vorwärts, gell? Ja, macht schon Spaß. Junge, Junge, du. Beim Unterschalten, jetzt war aber erschreckend. Ah, schön mit Zwischengas, das liebe ich einfach. Ja, das ist. Das, dieses DSG-typische Knalle beim Schalten macht einfach Spaß. Ja, das ist schon super. Mir fehlt ein Haltegriff hier, das merke ich gerade. Blöd, also hier habe ich gerade hier oben fest. Der fehlt mir, fällt mir gerade auf, weil ich jetzt leer gleich. Das fällt mir jetzt als Fahrer nicht so auf. Du hebst ja auch Lenkrad. Okay, ja, von der Bremse her, das stimmt der Druckpunkt. Da könnte man ein bisschen schönen Rücken haben. Es fühlt sich relativ weich an. Ja, genau. Bremse tut es gut, aber es könnte ein bisschen besser tun. Gut, aber die Rückmeldung wünscht man sich ein bisschen mehr auf dem Pedal. Ja. Schön gemacht. Ja. Er liegt gut, ist jetzt dieses Startfahrwerk im Mario. Startfahrwerk, genau. Es gibt ja noch dieses. Das verstellbare Fahrwerk. Genau. Also wir haben jetzt hier keine Möglichkeit, das Fahrwerk zu verstellen. Nein. Das kostet wieder einen Aufpreis. Ja. Da liegt da halt im Sportmodus noch härter, noch direkter. Aber so von der Auslegung her. Also schon. Ja, schon ziemlich direkt. Das reicht. Ja. Unterschalten, jawohl. Das macht schon richtig Spaß. Absolut, hey. Okay, ich bin relativ groß, habe auch nach oben, nur die Kopffreiheit, passt soweit. Voll digitales Display, haben sie ja auch schön gemacht. Ja, das ist Serie. Ja, ich muss sagen, es ist eine gute Mischung zwischen direkt und indirekt. Also man hat einen guten Fahrbahnkontakt, also von Lenken her.
Ah, ich habe den Knopf gefunden, wo die Wangen zusammengehen. Ah, okay. Hey. Gut. Da das kleine Hebelchen nach oben drücken. Okay. Jetzt hat es sich zusammengequetscht. Ah, ist einfach schön. 5 Zylinder. Super, gell? Also mit dem Turbo-Sound, das hat er ja schon gut gemacht. Hört, ja, man hört, wie sich schön pfeifen. Ja, so vorne macht es hin und macht es blöd. Schön dezent. Ah. Unterscheidet, gell? Und ich liebe meine Schaltpedals. Schon sehr schönes Lenkrad, muss ich sagen. Okay, man merkt halt einfach 1,4 Tonne, relativ wenig Gewicht. 1,44 Tonne, ja. Also der 400 Kilo zuladen mit Fahrer. Okay. Dann hat er 1840 Kilo Max. Ja, macht schon Spaß. Ja. Was ich auch toll finde bei dem Fahrzeug, habe ich vorher von außen gesehen, dieses Blinken. Dieses Blinken mit Lauflicht, ja, vorne und hinten. Ja. Blinken, ja. Auch wenn man vorne blinkt, hat man dieses Lauflicht mehr oder weniger. Das macht schon, sieht schon gut aus. Im Gas. Dieser Allrad, der zieht sofort hoch ein. Kein. Das Tolle ist halt, man fühlt sich immer sicher. Ja. Wenn man das Gas gibt, man hat dieses Gefühl, das Auto schmeißt man gleich weg. Oder ja. Was? Ja. Also wie auf Schiene. Sitze sind gut, also man kann auch die Sitzauflage verstellen nach vorne. Ja, finde ich auch gut. Ja, wie gesagt, ich bin relativ groß, auch diese Integralsitze von der Kopfstütze her. Ich finde jetzt bei dem Fahrzeug hier hat man auch noch eine angenehme Position vom Kopf. Ja. Das war bei der A-Klasse CLA, der muss schon nach vorne gehen. Die, die meisten Integralsitze, da hat man diese geduckte Sitzposition. So da drin, gell? Und bei dem kann man noch relativ entspannt auch im Sitz einfach so reinbäumeln. Okay. Ja. Macht auf jeden Fall Spaß. Wie gesagt, von der Bremse hätte ich mir jetzt ein bisschen eine schöne Rückmeldung gewünscht für die Pedale her. Mein Bonusanlage kostet extra, ja, aber ist auch mit an Bord. Aber hallo, wenn du die Klappe wieder rausschrauben. Wer braucht denn deine Musikanlage? Weg. Du machst die Klappe auf, dann hast du Musik. Ja, ja, bei uns ist Musikanlage hier. Da ist ein Auspuffzeichen drauf, das nennen wir das da. Da brauchst du kein Radio. Das ist eh immer aus. Totwinkelassistent hat Audi anders gelöst. Da ist im Spiegelgehäuse und nicht in der Spiegelfläche. Genau. Ist aber auch auf Preis. Auf Preis, ja. Aber in dem Fall ist eben ein anderes Konzept. Die meisten haben das eben im Spiegel integriert und bei Audi ist eben im Gehäuse. Genau. Genial, hä? Ja, hast du es gesehen? Mit Touch. Ja, nur mit Touch? Und wieder aus. Ha! Ich kann Knopf suchen, finde ich gut gelöst. Ja, ich habe auch ein tolles Gimmick. Ja. Also kein Taster für das, ja, die Beleuchtung zum Aktivieren. Ja, Zeit. Also nur drüber wischen. Ja. Könntest du mal einen Winkschreiben? Passt. Also, super. Schön war's. Reicht mir als Fahreindruck. War richtig Spaß, auch eine Spaßmaschine. Absolut. Fahren wir noch ein bisschen, oder? 5 Töpfe gecheckt. Ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir zum Fazit. Gehen wir zum Fazit. Bis okay, dann. Schade. Bis gleich. Ciao. Ciao. So, also Schwabenschlager-Fazit zum Audi TT RS. Genau. Hat richtig Spaß gemacht, ist eine richtige Fahrmaschine. Absolut. Also heute waren wir die Herren der vier Ringe oder die Herren der Ringe, sozusagen. Ja. Der Herr der Ringe, das muss ich sagen. Genau, genau. Ja, ich mag diesen hier, weil selten das Auto so viel Spaß gemacht hat. Genau. 60er oder sowas performt genauso, aber das war wirklich ein tolles Erlebnis. Motor absolut selten, 5 Zylinder, wer hatte schon noch? Ne? Und wir hatten noch kein Audi jetzt im Programm. Genau, genau. Ja, von der Steuer her 244 Euro, ja, kann man auch akzeptieren, das passt dabei, ja, für den Hubraum. Ja, also mein Fazit, unbedingt zu empfehlen, für 66.000 Euro Grundpreis, absolut in Ordnung, macht jede Menge Spaß. Mit dem Allrad, Quattro, ja, absolut. Genau. Ja, schön von mir noch zur Versicherung, als Jungspund SF5 mit 45% legt man 1200 Vollkasko im Jahr auf den Tisch, ja, mit 10.000 Kilometer Topschutz. Bei SF10 36% immer noch 960 Euro und in unserem Alter sind wir bei knapp 700 Euro Vollkasko. Ich finde, das geht. Ja, ja. Ja, eine gute Einstufung in der Haftpflicht, Teil Vollkasko ein bisschen höher, aber wirklich bezahlbar. Ja, unser Dank geht natürlich ganz groß, ganz dicke ans Autohaus Weber und an die Person, die das ermöglicht hat, das Fahrzeug zu bekommen, also auch an den Verkäufer. Vielen Dank dafür, ihr seid wirklich klasse, dass ihr uns das Auto schon, wir sind nicht lange auf dem Markt, ein paar Tage zur Verfügung stellt. Ja, super. Ja, passt so. Das war's. Ja. Audi TT RS gecheckt. Bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch noch schöne Weihnachten, gute Rutsch ins Jahr 2017.
Dann noch einen vielen lieben Dank an unsere Sponsoren, ja, die Ergo-Versicherung und Cast Street Performance. Daumen hoch. Danke für die Unterstützung. Macht's gut. Bis bald. Checker, ciao. Ciao.